Ein hartes Jahr liegt hinter dem VfB Hüls. Erst der Abstieg aus der Regionalliga, dann noch der Rückzug des finanzkräftigen Hauptsponsors. Der Club aus der Geburtsstadt von VfL-Cheftrainer Peter Neururer befindet sich im Umbruch. Um dem VfB dabei ein wenig auf die Beine zu helfen, gastierte der VfL am Freitagabend im Stadion am Badeweiher zu einem Benefizspiel. Vor dem Anpfiff kam noch mal richtig was unter. Pünktlich zum Einlaufen der beiden Teams beruhigte sich aber das Wetter. 300 Zuschauer sahen einen munteren Auftritt des Zweitligisten, der schon im Sommer 2012 an gleicher Stätte zum Testspiel antrat und damals mit 0:2 verlor. Ein zusätzlicher Ansporn also für die Mannschaft von Peter Neururer. Wie schon am Mittwoch gegen Postaltenbochum klingelte es den Mal auch dann gleich zehnfach. 30 Minuten lang hielt der Oberligist den eigenen Kasten sauber, dann aber platzte der Torknoten. Piotr Czwilong nach Vorarbeit von Christian Tiffert. Der zweite Treffer des Tages im Zusammenspiel Jonas Akquistapaze, Ken Ilse, am Ende ist es Juske Tasaka mit dem 0:2. Praktisch mit dem Pausenpfiff erhöhte Florian Jungwirth auf 0:3. Mal wieder nach Vorarbeit von Czwilong. Die Vorentscheidung also kurz vor dem Seitenwechsel, Neururer mit 6 frischen Akteuren in Halbzeit 2. Die Bochumer Spielfreude blieb ungebrochen. Eine Flanke von Tiffert auf den zweiten Pfosten, da lauert Marcel Maltritz, der kann es auch mit dem Fuß. 0:4. Das fünfte Tor nur 9 Minuten später, vielleicht sogar das schönste des Tages, wieder mal Tiffert mit dem Auge für den Mitspieler. Mehr kann Aydin, Prädikat sehenswert. Das erste Stürmertor also und der Weckruf für die Abteilung Attacke. Richard Sukutapasu mit dem Treffer zum 0:6. Und auch am siebten Streich hatte Ritchie großen Anteil, nämlich mit diesem starken Antritt und dem brandgefährlichen Ball in den 5-Meter-Raum ein erzwungenes Eigentor des Oberligisten, das 0:7. Sein Sturmkollege Mario Jelavic drehte nochmal schnell an der Ergebnisschraube und zwar direkt mit einem Doppelpack, das 0:8 in Minute 61. Das 0:9 nur 120 Sekunden später. Für den Schlusspunkt sorgte dann nochmal unsere Nummer 9. Richard Sukutapasu mit seinem, sagen wir, 2,5. Treffer des Tages. Und wieder steht es 10:0 aus Sicht des VfL. 20 Treffer innerhalb von nur 48 Stunden. Das kann sich sehen lassen.